Servus Land, Zocki hier, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel und einem kleinen Ergänzungsvideo zu einem anderen Video, was ich gemacht habe, nämlich zu den RGB-IC-LED-Stripes von Govi. Das ist ja ein sehr erfolgreiches Video gewesen, die LED-Stripes sind extrem beliebt, aber es kommen so viele Fragen unter dem Video, viele Fragen dann wirklich ein und dieselbe Frage, wie kann ich die ganzen Stripes miteinander verbinden? Und das möchte ich in diesem Video euch ein bisschen erklären, was die Problematik dahinter ist und wie ihr das lösen könnt. Die erste Problematik ist mal, dass ich die RGB-IC-Stripes von Govi nicht zerschneiden sollte, also nicht die Länge anpassen sollte. Das heißt, ihr solltet oder ihr müsst mehr oder weniger die vorgefertigte Länge, die euch Govi hier vorgibt, auch nutzen. Ich habe das tatsächlich bei meinem ersten Stripe gemacht, weil ich dachte, ich kann das einfach abschneiden, aber es kann auch nicht funktionieren, weil man dann die ganze Segmentsteuerung und so weiter vergessen kann. Und jetzt spackt mein LED-Streifen, den ich da abgeschnitten habe, auch mega rum. Also ich würde euch das auf jeden Fall nicht empfehlen. Jetzt gibt es natürlich viele draußen, die wollen hier eine Rundumbeleuchtung in ihren Raum haben oder die Decke mit Watte verzieren. Man kennt die Effekte. Und da reicht meistens vielleicht ein 5 Meter Stripe oder zwei 5 Meter Stripes, also ein 10 Meter Stripe Set hier nicht aus. Und da wollen viele Leute das Ganze verbinden mit mehreren zusammen. Und ja, es gibt eine Möglichkeit. Nein, es ist nicht die Möglichkeit, die man im Normalfall mit den LED-Stripes macht, nämlich so mit Verbindungsstücke, Löten und so weiter. Das funktioniert grundsätzlich elektrisch, ja, aber ihr könnt dann wiederum die ganzen Segmente, die ganzen Effekte und so weiter nicht einstellen. Govi hat da so eine, halbe Möglichkeit geschaffen in der App und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und jetzt wird es ein bisschen eng am Screen, denn ich habe einerseits jetzt mal die App offen. Hinter mir, hinter dem Kasten, seht ihr eine RGB-IC-LED-Stripe verbaut und im anderen Bild, ebenfalls hinter der Kommode, ein RGB-IC-Streifen verbaut, der zufällig auch abgeschnitten wurde. Also, wir werden sehen, es funktioniert hin und wieder. Es könnte auch sein, dass es einfach herumspackt. Und ganz rechts seht ihr dann auch eine Stehlampe von Govi und ja, da werdet ihr sehen, dass das auch integrierbar ist. Wenn wir in die App jetzt reingehen, sind wir jetzt hier in der Startseite. Ihr habt oben rechts noch die Möglichkeit, die Gruppe auszuwählen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ihr jetzt machen könnt. Es gibt Pläne, da gehe ich jetzt nicht wirklich drauf ein, sondern es gibt gleiches Modell, ist eigentlich logisch, hier könnt ihr Geräte vom gleichen Modell zueinander hinzufügen und gruppieren. Dann gibt es allgemein WLAN-Geräte und allgemein Bluetooth-Geräte. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, dass Govi immer so ein bisschen herumspielt mit den Verbindungen. Grundsätzlich sind alle Bluetooth-fähig, manche sind auch mit WLAN fähig. Das sind auch die meistens, die man mit Alexa und Google Assistant steuern kann. Und in dem Fall würde ich jetzt einfach mal die Bluetooth-Geräte heranziehen, weil die drei Geräte, die ich euch jetzt einblende, sind alle Bluetooth-fähig. Und zwar, wir klicken hier auf das Plus und benennen das Ganze jetzt mit YouTube-Test. Für euch so bestätigen. Und jetzt können wir hier heruntergehen und die Szenengeräte hinzufügen. So, das machen wir jetzt auch. Und zwar, wenn ihr das Ganze schon hinzugefügt habt in eurer App, also die ganzen einzelnen Geräte, dann könnt ihr das jetzt hier auswählen. Ich nehme jetzt hier die große Kommode, die kleine Kommode und in dem Fall hier die Wohnzimmerleuchte, die ich jetzt extra reingestellt habe. Drücke hier OK und schon habe ich hier unten alle meine Geräte jetzt hinzugefügt. Ich kann die jetzt hier natürlich alle aktivieren. So, dann sollte es jetzt hinter mir rot werden, vor mir rot werden, passt alles. So, jetzt kann ich natürlich mit meinen Farben spielen, das heißt, ich kann hier ein Violett auswählen und hier ein schönes Pink auswählen und ihr seht schon, ich kann alle LED-Stripes oder Lampen jetzt in dem Fall auch extra steuern. Also nein, sorry, nicht extra steuern, gemeinsam steuern, das ist ja das, was wir hier wollen. Das ist einmal der erste Punkt. Da werden jetzt viele noch nicht so ganz zufrieden sein, weil
viele wollen ja auch die Effekte haben. Ne? Also ihr seht schon, hier gibt es nur diesen Solid-Color-Bereich. Also im Prinzip könnt ihr hier nur eine Farbe einstellen, was natürlich jetzt nichts bringt, wenn man RGB-IC-Technologie nutzen will. So, wir drücken jetzt auf Off, um alles wieder zu deaktivieren und gehen jetzt hier zu gleichem Modell. Ja, wenn ihr eben solche Effekte nutzen wollt, müsst ihr das immer mit demselben Modell machen. So, und da habe ich jetzt, wir machen nochmal einen YouTube-Test, bestätigen und kann hier wieder meine Szenengeräte hinzufügen. Da mache ich jetzt einfach mal nur große Kommode und kleine Kommode und Sie sehen schon, die anderen deaktivieren sich sofort. Wir drücken hier OK und habe jetzt hier wirklich das volle Menü. Wir drehen das Ganze jetzt auf, sehen, dass alles, ja, dass alles rosa ist und jetzt habe ich auch diesen Szenenbereich. Wir gehen da auch jetzt rein und ihr seht schon, hier kommt ein Sonnenuntergang. Wir machen jetzt irgendwas Spektakuläres, wie zum Beispiel das Rainbow. Also ihr seht schon, ja, ihr seht das auch wirklich. Es ist möglich. Es ist möglich, jetzt alle Stripes hier miteinander zu verbinden und auch einen Effekt zu erzielen. Jetzt gibt es noch ein, ja, ein kleines Manko. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Rundumbeleuchtung hat, ja, dann will man vielleicht, dass die blaue Farbe in Rainbow halt komplett durchgeht, durch das ganze Zimmer. Und da wird es jetzt auch kompliziert, denn ihr seht schon, ich kann hier immer nur die Stripes gemeinsam starten. Das heißt, die beginnen immer am Anfang und enden dann immer gemeinsam am Ende. Ist wahrscheinlich nicht das, was man unbedingt gleich haben will. Wenn ich jetzt Musikmodus mache, ja, ne? Wow, toll. Geht das natürlich auch. Es ist wahrscheinlich nicht genau das, was ihr haben wollt. Ja? Da würde ich euch dann wirklich eher zu Bastelarbeiten führen, wie zum Beispiel mit den WS2812B LED Stripes, die man ja in Unlängen sozusagen miteinander verknüpfen kann, mit einer speziellen Software dann auch programmieren kann. Aber ich glaube, das sollte man dann wirklich in einem eigenen Video mal behandeln. Vor allen Dingen muss ich mir das selbst mal anschauen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video so ein bisschen... Okay, ich muss das abdrehen, weil sonst... Ne? So, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendwie geholfen, damit ihr eure Govi LED Stripes miteinander verknüpfen könnt. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe, euer Zocki.